So. Okay. Es kann natürlich auch passieren, dass wenn ich jetzt versuche, die Tür zu öffnen, dass auf einmal die Tür rot angezeigt wird, also verschlossen, dann Stromausfall und hast nicht. Und deswegen gehe ich hier auf Nummer sicher und speichere erst nochmal. Okay, das sieht ja relativ sympathisch aus. Was kannst du musizieren? Ich bin stolz auf, wenn irgendwelche Necromorphs hier platt zu machen. Was? Das wäre richtig gemein, dass wenn hier einfach so ein Vieh auftauchen sollte. So irgendeins halt. Oh! Oh! Hab ich gleich gesehen. Hab mich so sehr auf die Spinde konzentriert, dass ich nicht auf den Boden geschaut habe. Na gut, Suchergewehr ist leer. Das werden wir demnächst auch dann verstauen. Oh, Strahlenkanone sind wir ziemlich gut bestückt jetzt mit. Das ist doch schön. Das lässt mich wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Okay, jetzt haben wir Munition dafür. Okay, das ist einfach nicht, weiß nicht, vertrauenserweckend aus, dieser Gang. Oh! Das ist ja eine lustige Überraschung. Ist das hier ein... Das Problem ist, glaube ich, da sind meine Gegenstände weg. Ich riskiere es einfach mal. Weil ich immer so viel Munition habe. Ah, das ist natürlich perfekt. Okay, die hier zu erkennen ist auch eine Art von... Ja, genau, eine Art von Kunst. Ich hab richtig gehört. Oh. Vielleicht hätte ich gedingst. Da habe ich gegen das Dings gedingst. Hier. Okay, es juckt ihn halt nicht, ne? Was mach ich denn jetzt? Komm. Ich zoome mal ran. Können wir uns das Ding mal von der aus der Nähe angucken? Ah, sehr schön. Sein Speicherpunkt. Jetzt ist mein Gegenstand tatsächlich weg. Der ist wahrscheinlich genau unter dem Dings, wo ich gerade mich befinde. Wo ist mein Gegenstand? Ich will ihn. Ich will meinen Gegenstand. Er ist einfach weg. Okay. Da kannst du nichts machen, ne? Da steckst du nicht drin. Okay. Aber ranzoomen ist gar keine schlechte Idee. Dann sieht man nämlich ein bisschen besser. Ja. Oh! Wow. Gut. Ich will trotzdem meinen Gegenstand haben. Ah, da ist er! Komm ich da. Warte mal. Ihr merkt, ich bin da jetzt. Bei sowas bin ich penibel. Wenn es um einen Gegenstand geht, da kenne ich keine. Ach Menno! Ich muss erfahren, bis ich hier unten bin und speichern kann, dann kann ich den Gegenstand hoffentlich auflesen. Oh, ich habe mich gerade ziemlich gut geheilt. Ich habe wahrscheinlich das falsche Pack genommen, aber ist egal. Ich habe mich ein ganz großes gesammelt. Okay, die Nase juckt. Oh! Ach ja. So, jetzt ist das Suchergewehr aber leer. Was sich sogar reimt. So, falls noch jemand ohne Fahrschein ist, nehmen wir nämlich diese schöne Waffe. Ne, nehmen wir die hier.
Habe ich den Strahl verbreitert? Weil sonst habe ich doch immer nur... Keine Ahnung. Sieht wie breit aus als sonst. Okay. Was ist das hier für Zugang zur Hauptmine? Oh. Ah, jetzt hat er Schritt 3. Jetzt hat er die Schritte 3 bis 6. Okay, also Stross. Der Stross ist definitiv tot. Das mache ich jetzt nicht aus Jux. Wow. Er ist einfach weg, außer die Arme. Ich mache es nicht aus Jux und Dollerei, sondern ich mache das deswegen, weil ich kann mir vorstellen, dass er nochmal irgendwie wiederkommt als super-duper-übermorph. So wie im ersten Teil der Dr. Mercer. Das muss halt absolut nicht sein. Deswegen habe ich den jetzt. Ja. Ja. Komplett erledigt halt. Was ist das? Ach Leute, ich will das nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Wer anderer Meinung seid als ich. Zartes Gemüt ist einfach zu zart für sowas. Okay, hier ist nichts. Ich denke mal, hier geht es erst rund, wenn wir hier wirklich lang müssen. Wir müssen ja nicht, weil wir sollen ja eigentlich den Aufzug nehmen. Aber wir können ja mal hier reingehen. Danger, das ist schon mal gut. Dass wir gewarnt werden, dass hier Gefahr bestehen könnte. Ja, doch, das ist doch, okay, wir sollen ja einfach grundsätzlich noch nicht hin, ne? Wirklich grundsätzlich. Ach komm, erstmal Shop. Der erweiterte Anzug, das ist doch gut. Das Geld reicht einfach hin und vorne nicht dafür. Na, vielleicht jetzt. Okay, ich habe einfach nur noch die Waffen. Ich habe nichts mehr im Inventar. Das ist geil. Jo. Ne? Erweiterter Anzug. Was kann der denn? Der erweiterte Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Stase-Bonus. Wiederaufladezeit für Stase wird um 50% gesenkt. Ja, okay. Kauf garantiert mindestens 15 Slots und 20% Panzerung. Dein Rig behält das höchst abgefahren. Ja. Können wir uns unterhalten drüber? Was hat mein jetziger Anzug für eine... Der hat 10% Panzerung, der hat 5%, das heißt... Unser hat, glaube ich, jetzt 20. 25 Rückplätze, wir haben 20, meine ich. Ja gut, das ist eigentlich scheißegal, weil wir sind eh total knapp in Munition. Wenn ich mehr Waffen mit mir führen könnte, dürfte, das wäre toll. Aber... Euch zuliebe müsste ich ja sogar den Anzug kaufen, weil ich will ja, dass ihr alles seht. Und wenn wir jetzt nämlich den Stase-Pack verkaufen, davon habe ich ja trotz allem noch genug, reicht es immer noch nicht. Lass euch eine Waffe verkaufen.
Eigentlich ist es schlau, wenn man ganz ehrlich ist, ist es schlau, eine Waffe zu verkaufen. Ich habe die euch alle gezeigt. Und ja. Das ist einfach nur bares Geld. Ich meine, wir können das in Energieknoten reinvestieren, in Heilungspacks. Komm, ich verkaufe jetzt eine Waffe. Ich verkaufe jetzt die Energiekanone, glaube ich. Ist natürlich schade um die Sicherheits... Energieknoten, die ich da rein investiert habe. Aber dafür kosten die Waffen jetzt auch wiederum mehr. Also bekomme ich mehr Geld dafür. Ich glaube, das Impulsgewehr... Ich glaube, ich verkaufe die Energiekanone. Nein. Eigentlich nicht, aber irgendwie doch. Komm. Ja, der sieht ganz schnittig aus, der Anzug. Den kann man tragen. Okay, cool. Die Laserkanone, ja, die ist schon geil. Die ist schon geil. Ich überlege, ob ich das suche. Ich glaube, ich verkaufe das Suchergewehr. Ich verkaufe das Suchergewehr. Ey, wie gesagt, ist irgendwie taktisch relativ unklug, was ich hier gerade mache, alles, glaube ich, aber ich mach's einfach. Okay, dann die letzte Munition zusammenkratzen, die wir noch irgendwie aufbringen können. Ja, die Waffen, eigentlich sind das die Waffen meiner Wahl jetzt hier. Die beiden vor allem, die noch. Ja, wir lassen das so. Wow. Soll ich ein Medipack kaufen? Ja, komm, eins kaufe ich. Knoten kaufe ich eventuell auch später, aber ich kann ja jetzt mich wirklich auf die Waffen fokussieren, die ich jetzt in die engere Wahl genommen habe und kann die ja nochmal dann ein bisschen aufrüsten. So, da geht's lang. Aber was ist denn hier? Speichern. So, was kann es jetzt hier für die Katz? Die viel zitierte. Und ihr habt gesehen, ich habe euch nicht angelogen. Das Spiel ist zur Hälfte oder zu einem Viertel oder wie auch immer blind für mich, weil ich hatte diese Trophäe noch nicht. Und die holt man ja automatisch, mehr oder weniger. Von daher habe ich euch keinen Bären aufgebunden. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo wir nicht hin dürfen. Erstmal. Ich weiß ja nicht, wie weit dieser Bereich optional ist. Hä? Wir waren hier schon. Ach! Ja! Ja, 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 ich weiß, das war die Kiste. Ja, hier sind wir. Was können wir so lange hervor irgendwie? Das heißt, hier waren wir auch schon mal. Hä? Ja, man soll warten, bis sie die Tentakel rausholen, ich weiß. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Ich habe mich doch damals noch gewundert und gefragt, wofür der, ja, okay, wofür der Aufzug ist. Ja, und jetzt können wir, oder sollen wir nämlich benutzen, ja.
glaube, die Viecher heißt, glaube ich, Lurker. Haben wir tatsächlich einen Lurker übersehen. Ihr kennt jetzt auch die ganzen Namen von den Viechern. Durch diesen Hardcore-Guide. Da wird nämlich genau beschrieben, welcher Gegner was kann und was man beachten muss, welche Waffen man nehmen soll und so. Äußerst interessant. Da lang. Gut, hier haben wir schon alles freigeräumt. Zum Sondierungs-Minenaufzug. So. Ich habe schon kürzere Wörter gelesen in meinem Leben. Wo ist eigentlich mein Flammenwerfer? Oh, da habe ich natürlich auch einiges an Munition für. Das lohnt sich doch mal. Wir müssen unser Rig synchronisieren. Wow. Unser Rig Grimes. Die nuschelt immer so, ne? Ich weiß auch nicht. Ich würde erstmal sagen, sprich bitte ein bisschen langsamer und deutlicher. Gut, die Schnelligkeit war okay, aber es war halt einfach undeutlich. Also man versteht es halt einfach nicht. Ja. Was bist du denn für ein Schweinchen? Scheiße, leck mich doch an den Eiern, würde ich jetzt sagen. Ich habe mich fast im Ton vergriffen. Gut, das Spiel ist ab 18, dann darf ich das. Also wenn ich das bei irgendeinem Spiel darf, dann ist es dieses Spiel. Da darf ich sagen, was ich will. Mein Körper. Den legen wir jetzt hier hin. So. Oh. Ich hab so viele Knoten, ne? Das ist unglaublich. Was denn? Was denn? Oh. Ach. Das ist der Aufzug. Also nicht der, den ich damals schon oft zitiert habe, sondern es ist der Aufzug, vor dem ich gewarnt wurde. Weil vor diesem Aufzug soll man speichern. Einen von drei Malen. Boah. Das kann lustig werden. Das kann richtig interessant werden. Ja. Einfach nur ja. Alter. Ach du. Wo denn? Wo denn? Ist auch unglaublich, wie hoch dieser Aufzug fährt, ne? Es sind einfach nur viele, ne? Grundsätzlich.
Okay. Also ich frage mich jetzt nur, was an diesem Aufzug jetzt so schlimm war, ganz ehrlich. Also wirklich jetzt, wirklich. Es waren viele Gegner, aber die waren absolut zu meistern, definitiv. Das war jetzt echt nicht so schwer. Hätte ich mich nicht so blöd angestellt, hätte ich auch deutlich weniger Energie verloren. Das Ding war, ich war einfach so angespannt jetzt, weil ich dachte, jetzt kommt, was weiß ich, was jetzt kommt. Ja, und dann kam aber weniger als das, was ich dachte, das kommt. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen paralysiert, muss ich sagen. Okay, gut. Okay. Ja, sie ist ein bisschen zickig, muss man sagen. Sie ist ein bisschen zickig. Oh ja. Das ist ein optimaler Ort, um zu speichern. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich verlesen habe und da stand nach dem Aufzug speichern. ja, cool. Nee, das ist echt cool. Da werde ich jetzt nämlich hingehen offscreen und werde nämlich wirklich nochmal gucken, dass ich mich jetzt auf 4 Waffen beschränke. Also es kommen noch mehr, so viel kann ich fragen, es kommen noch mehr Kapitel, als wir jetzt denken, dass noch Kapitel kommen. Aber ich weiß nicht, wie lang die Kapitel sind, das ist halt die andere Seite. Deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich mich wirklich auf 4 bis maximal 6 Waffen beschränke, die anderen alle verkaufe, die dementsprechend hier ausrüste und verbessere. Ja, und mich vielleicht auch noch mit Heilmittel und vielleicht sogar Munition eindecke. Ja. Und dann so langsam geht es zum Ende entgegen. Aber wie gesagt, ein paar Kapitel sind es noch. Aber... ja, werden wir sehen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!